Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir dem Thorsten und ich fange heute mal abseits dieses Themas mit einem etwas anderen Angriff an hier nehme ich vom Nevada äh, Nummer 2 auf Nummer 1 hier vom Clan Gegner das waren glaube ich russische Gegner und mal sehen wie er sich dort ge geschlagen hat beziehungsweise ah warte mal ah da geht es ein bisschen näher rein entschuldigt bitte ich bin so, bin so ein bisschen angeschlagen was meine Stimme angeht denn ich habe in den letzten Tagen doch ein bisschen viel Sprechen oder labern müssen auch ein bisschen mehr im, im Beruf und deswegen <laughs> habe ich so ein kleines bisschen Heiserkeit. Also ein bisschen, bisschen weniger labern, ein bisschen mehr machen. Ja, tut auch mir ganz gut, aber ein bisschen weniger machen oder ja, doch ein bisschen weniger labern, ein bisschen weniger machen oder ein bisschen mehr machen. Äh, das zeige ich euch gleich. Das äh, ist ja eigentlich Thema dieses Thumbnails. Zu inaktiv. Okay. Da wollen wir gleich mal reingucken, wer hier eigentlich wirklich der Inaktive ist. Bin ich es jetzt oder sind es doch die anderen oder sie haben halt keine Geduld? Keine Ahnung. Das schauen wir uns gleich mal an. Und ähm, aber ich trotzdem äh, glaube ich, dass der Nevada dieser dieser Zeige hier mal mal wert war. Denn ein schöner Dreisteller hier im Klarkrieg gegen die Herausforderer, also zwei auf eins, war schon sehr sehr nett und der hat uns richtig richtig weitergeholfen. Ich meine, wenn du zwei oder drei Sterne von zwei auf eins holst dann ist das schon ist das schon eine gewisse Miete hier und wir haben hier diesen Klarkrieg auch gewonnen das lag aber nicht nur am Nevada das lag auch an vielen vielen anderen wir haben hier unten noch so ein bisschen dippen können ich auch mit dem Avatar muss ich ganz ehrlich zugeben habe ich hier ähm, wo ist der AFA ich habe zwei Zehner gedippt mit drei Sternen. Kein Thema, aber wo ich echt ein bisschen, echt, also das muss ich mal, muss, das, das muss ich mal so sagen, das enttäuscht mich mal wirklich richtig, der Schokotorte hier, das ist der Yannick aus meinem Discord. Ich sage ja nie was über meine Member oder über meine Follower oder weiß, weiß der Geier, aber der hat hier für einen Klarkrieg gesucht, so ein, zwei Klarkriege, wollte irgendwo mitspielen, habe ich ihn mitgenommen, ist ja ist kein, ist ja kein schlechter hier, ne? Mit 48er King, 50er Queen, 17er Warden, 863 ZK-Sterne. Nimmst du eigentlich gerne mit, aber der hat sich dann eine Karre versucht, drei Stunden vor Spielende eine Karre versucht, irgendwo zu holen bei dem Clan Spätze mit Soße hat er aber nie angefragen können, weil die hatten die Pokale viel, viel zu hoch stehen für ihn hier. Und, ähm, ich muss das echt mal sehen. Der war nämlich heute Abend in einem anderen Clan schon. Jetzt ist er hier gelandet bei den Chinesen hier oder bei den Japanern. Alter, was, was geht mit dir, Yannick? Also, wenn ihr im Discord den Yannick nochmal seht bei mir, dann nehmt ihn nie mit. Also, ich weiß nicht, was mit dem geht. Echt. Mai, 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 mai. Macht es nicht. Ich will ihm jetzt nicht von Discord Ben Irgendwann hat er ja was zu schreiben, so nach dem Motto, oh, Toto, ich war total high, war abgekifft, hab dann alle Clans gejoint hier, hab nichts gekriegt und weiß der Geier. Kann ja auch sein. Aber 67, 60 haben wir hier schön, schön gewonnen, muss ich sagen. Und ich habe eigentlich, ah, warte mal, ich habe noch einen angefangen für euch. Der war sehr, sehr nett hier. RSA, ich glaube, das ist, war der RSA hier. Glaube ich, acht auf, ja doch, acht auf acht. Acht auf acht. Rathaus 11 auf Rathaus 11, Ich versuche immer so ein bisschen was festzuhalten, was ich dann nie wieder bekomme. Entweder durch eine Wartungspause oder durch irgendwelche anderen Sachen, die mir es dann nicht mehr ermöglichen, diesen Klarkrieg zu zeigen. Und deswegen habe ich immer so ein paar rausgepickt. Wo ich denke, ja, das kannst du mal zeigen. So kann man es machen. Und der RSA hier ist unterwegs auf diesen Rathaus. Oh, ich glaube, es ist schon Max, Max Rathaus 11 war mit Bola Hexen-Riesenkombi. Ja, kann man aber machen gegen so eine Base, glaube ich. Denn da kommt ihr so ein bisschen die Helden entgegen. Die Hexen kommt ihr entgegen. Okay, zwei Hexen in der Clanburg, glaube ich, beim Gegner. Und äh, dieses Friesen hier, das dürft ihr übrigens nie so ernst sehen. Also seht es ganz gelassen. Denn äh, die, die Truppen hatten jetzt kaum Beschuss, das habt ihr ja gerade gesehen. Denn alles darunter rum war schon so ein bisschen weg. Und äh, schöner Sprung, wenn auch nicht so ganz so schick. Allerdings feuert das Rathaus ja auch nicht. Deswegen können die Truppen hier, nachdem sie die Mitte entkernt haben, einfach so ein bisschen außen rumlaufen. Und alter Falter, da ist noch richtig was überall. Also auch schönes Ding, hat mich gefreut, muss ich sagen. Aber noch ein viel schöneres Ding hier, muss ich sagen sind erstmal, bevor ich das auch vergesse, sind die 15.000 Abonnenten auf meinem Kanal. Leute, vielen, vielen Dankeschön an die, an die Treue, an die, ähm, an den Support und ähm, dieses Video sollte eigentlich vom Donnerbengel, das ist ja noch, noch gar nicht vom Donnerbengel, weil ich bin ja viel zu inaktiv mit meinen ganzen Accounts, ähm, sollte eigentlich schon am Samstag für euch kommen. Aber ich habe dann am Samstag schon gesehen, ah oh, Toto, das könnten so 15.000 werden. Und deswegen habe ich das Ganze noch verschoben, habe alles weggeschmissen und mache euch lieber so eine Folge hier, als dass ich nur ein bisschen viel quatsche. Also so ein bisschen mehr Clash of Clans hier, glaube ich, ist euch und auch mir vor allen Dingen ein bisschen lieber. Und deswegen gucken wir uns hier den RSA noch ganz zum Ende an. Einmal mit vier oder nee, mit zweifacher Geschwindigkeit. Also schöne 100%. Aber auch viele, viele andere haben hier toll angegriffen, muss ich mal so sagen. Schokotorte, also bitte, also ähm, ohne Worte, ohne Worte. Ich habe noch zwei andere gekickt hier. Den Tech Cody habe ich hier gekickt, einen Angriff nur. Und den Zalk oder Alex oder Z, Z-Alex. Oder so wie er heißt. Keine Ahnung, auch nur ein Angriff. Ähm, tut mir leid, da bin ich dann auch re regeneros. Der Ju ist vorher schon gegangen. Den musste ich nicht mal mehr kicken. Und deswegen sind wir hier im Moment auf etwas um die 30 geschrumpft. Ja, 31 nur noch. Ich will ja ein 30er CWL spielen. Also ein 12 be bekomme ich noch. Den überrede ich noch, ähm, dass er zu uns kommt. Aber wir suchen hier so ein bisschen 10er, 11er, 12er. Mal, mal gucken. Wir spielen. Ihr seht das, wir spielen in welcher Liga? Ja, wir spielen in Kristall 2 und haben da schon nette Gegner. Ein paar Neuner sollen auch noch dabei sein von unserer Truppe hier, von unserer schamtruppe truppe Und ähm, das, an, das an, an, an der Stelle einfach nur mal gesagt. Aber ich springe mal jetzt auf meine rathaus worum es eigentlich hier geht. Ja, und es geht ja eigentlich um den äh, Donnerbengel hier. Also der Donnerbengel äh, muss ich mal wieder so ein paar Truppen schnorren. Mal sehen, ob das immer wieder in diesen in diesem hier klappt hier mal sehen Clan äh, join 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 oh jetzt muss ich ganz schnell raus hier My Clan lief ganz ganz schnell raus hier denn ich bin ja viel viel zu inaktiv also 0 von 5 Vorarbeitern das zeugt natürlich, natürlich von Inaktivität aber es hat mich hier tatsächlich ein Clan rausgeballert. Alter Falter. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Und, und das auch noch während der Clanspiele. Mal sehen, was habe ich denn bekommen hier? Ich muss mal eben gucken. Ich habe noch eine Karre. Ah, oh, sieben Riesen, Riesen gehen immer. Hab ich ja gesagt. Und gegen so eine Base. Ähm, oh, 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 oh. Ah nee, Der hat ein bisschen wenig Ressourcen. Der hat ein zu wenig ein bisschen zu wenig Ressourcen. Das sind Elver, den überlaufen wir sowieso hier. Äh, denn ich bin hier ja ganz, ganz inaktiv mit dem Donnerbengel. Ist auch eine witzige Geschichte, kann ich euch sagen. <laughs> okay, den muss ich. Ich muss euch eben mal so ein bisschen was skippen. Also der Dollarbengel hier ist dann so ein ganz, ganz inaktiver Account. Und deswegen fahre ich einfach mal mit, mit ihm hier. Einfach mal so ein bisschen. Ähm, aber warum ich so inaktiv bin, das kann ich euch gleich zeigen. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Noch mehr Riesen hier. Ein paar von den Peckis und ein bisschen viel Mauerbrecher. Ich weiß, das ist jetzt Rathaus 10 auf Rathaus 11, ja. Okay, aber die Rathaus 11 Base hier ist auch jetzt nicht so super gut. Ich gucke mal, dass ich hier so ein bisschen springen kann, glaube ich. Mit dem Riesen, dem Packers. Und ein wenig, äh, ein, ein wenig Wut ist gut. Ich habe drei Wut dabei, Donnerwetter. Okay. Einmal hier den Heil in der Mitte. Ich habe jetzt kein, keine Freezes dabei für den Rest hier, denn wir brauchen nur die Ressourcen hier. Einmal hier noch und ich denke mal, wir hauen hier noch mal so ein bisschen in den Sack. Also ich brauche nicht unbedingt das Rathaus, muss ich sagen, mit diesem Account hier, denn ich brauche die Ressourcen. Das, das ist einfach mal so. Aber ich denke mal, 40%, da haben wir noch einen Bogi, da haben wir noch eine Queen, die wir zünden können. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, noch, äh, was brauchen wir da eigentlich am dringendsten? Ah, 249, nur noch davon. Okay, dann äh, denke ich mal, ist hier ein Babydrachen ganz gut aufgehoben. Bei dem Goldlager hier oben. Da muss man immer mal so ein bisschen gucken, wo kann ich eigentlich noch sinnvoll was holen. Und ich denke mal hier an dem Goldlager, ja, das, das passt so. Das passt. Vier Bogenschützen habe ich da noch. Ah, die sind da unten doof bei dem dunklen 249, das ist auch nicht super viel. Dann ganz, ganz schnell hier einmal das bisschen Elex noch mitgenommen. Hier der Minenwerfer macht ja auch gleich mit einmal platt. Okay, 50 Prozent reicht mir. Dankeschön. Das passt so vom Lot. Das passt so vom Lot. Aber warum bin ich eigentlich hier so super, super inaktiv? Das seht ihr nicht hier, ich habe jetzt gerade eine Liga bekommen, sondern in meiner Post hier. Also Hintergrund ist eigentlich, dass ich äh, in einem Clan war, der da heißt, äh, ich mache jetzt keine Werbung für diesen Clan, Barbarenwut. Ich bin in diesen Barbarenwut-Clan gejoint, habe einfach nur geschrieben, äh, Clan Spiele und vielleicht auch ein CK. Yo, machen wir. Dann haben die mich aufgenommen hier und dann habe ich die Clan-Spiele angefangen. Das ist ganz, ganz witzig. Hab ein paar Punkte geholt und bin dann gekickt worden. Ja. Mit zu inaktiv. Ihr seht das da oben, zu inaktiv. Wie aktiv oder inaktiv muss man denn eigentlich sein, um zu einem Clan zu gehören? Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich habe dann jemand anders gebeten, mal in den Clan reinzugehen. Denn ich hatte die Befürchtung, ich war in einem CK. War ich aber gar nicht. Denn die haben öfter mal die Suche gestartet. Und deswegen bin ich auch clan kriegsmäßig dort rausgeflogen. Aber ihr seht das, wenn ich hier jetzt auf die auf, auf den Händler hier klicke, dann äh, You must join, Barbarenwut, um weiterzuspielen. Ja, ich habe mein Clanspiel gemacht hier. Selber schuld oder selber nicht schuld. Ich weiß es auch noch nicht. Ähm, aber ich fand schon ziemlich, ziemlich lame, muss ich sagen, von dem Clan gekickt worden zu sein. Als ich, ich war da nicht ich war da nicht mal einen halben Tag. Ja, ich habe hab ein Clanspiel gemacht mit, weiß ich nicht, oder zwei sogar, vier, sieben Punkten oder sowas. Und dann hauen die mich raus mit zu inaktiv. Wie inaktiv muss ich denn sein, um in so einem Clan zu bleiben? Keine Ahnung. Ähm, ist schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Seitdem ich bei Disables raus bin, habe ich ja mit diesem Clan oder mit diesem Account hier irgendwie nur äh, Dreck oder Pech am Stecken. Der Alex hockt ja bei den Herausforderern. Der ist ja genauso wie dieser hier, genauso inaktiv, also hat auch kein Bauarbeiter frei, macht einfach nichts, farmt nur ein bisschen. Und ähm, keine Ahnung. Das ist aber wie gesagt kein, kein Hate an den Clan Barbarenwut. Zu inaktiv. Wie aktiv musst du sein? Alle 50 Minuten mal einloggen oder so, weiß ich nicht. Wie aktiv seid ihr in euren Clan, damit ihr dort nicht rausfliegt? Das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Das würde mich echt mal interessieren. Aber ich denke mal, ich hole mir, hol mir noch ein paar Truppen bei diesem komischen äh, rack and leaf Clans und mache noch einen zweiten Angriff. Denn so ein bisschen muss, muss ich ja... Inaktiv mäßig hier mit diesem Account hier auch ein bisschen weiterkommen. Und deswegen nehmen wir die hier auch mit, glaube ich mal. Ja, das passt so mit 10, äh, okay. Hm, 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 hm. Naja, okay. Ich, ich, ich nehme mal einen Queen War, glaube ich. Einmal mit der Queen hier rein. Selected different unit, ja, mache ich mal eben na, mal nicht. Also echt inaktiv. Wie, wie inaktiv muss man eigentlich sein, um bei den Clans zu bleiben. Alter, das geht gar nicht. Muss ich mal so sagen. Also ich, krieg, ich, ich bekomme hier clanlos schneller Truppen als in manch aktiveren Clans. Das liegt aber vielleicht auch an meiner Spielweise, denn die ist ja ausschließlich oder sehr, sehr häufig spielt sich bei mir ganz, ganz viel im abendlichen Bereich ab. Und ähm, deswegen kann ich dort auch nicht so... Was habe ich in der Clanburg? Äh, Clanburg... Ah ja. Oh, Riesen. Okay. Noch mehr Riesen. Alles, alles klar. Riesen und noch mehr Riesen. Einmal vier Zemboler hier mit reingeballert in die Mitte. Der King geht hier mit rein. Ja, auch ein Rathaus 11 aber ohne, ohne großartig Beschuss, hätte ich mal fast gesagt. Da springen wir hier mal durch. Ähm, denn der hat keinen Inferno, so wie ich das sehe, und auch kein Adler. Da können meine Truppen ganz gemütlich mal so ein bisschen rumlatschen hier. King und Queen sind noch gut dabei. Ja, sind noch gut dabei. Den King muss ich kurz mal zünden. Und ähm, ein Heil hier in die Mitte gesetzt. Ein Heil hier noch in die Mitte. Vielleicht geht hier noch so ein bisschen was. Oh, das war ein bisschen dusselig. Ah, ja, 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 das war ein bisschen dusselig. Wo ist die Queen? Die macht da das Lager und macht jetzt die gegnerische Queen auch weg. Okay. Okay, dann kann ich hier oben mit meinen beiden Lakis kontern. Ja, mal sehen. Ja, also wie gesagt, der inaktive Toto hier mit dem Account von Donnerbengel. Naja. Sei mal dahingestellt, ich habe den Alex heute Abend nicht mit in klarkrieg reingenommen, denn ich will ja so ein bisschen beide Accounts hier, also meine beiden Brüder-Accounts, so ein bisschen gleich halten. Und wenn der eine natürlich klarkrieg spielt und womöglich noch Sterne und Loot gewinnt, dann äh, passt das nicht mehr ganz, ganz so cool. Aber ich glaube, das sieht hier, oh, das sieht dir sehr, sehr gut aus. Ei, da können wir noch mal was machen hier. Einmal, ich glaube, wartet mal, hier ein. Freeze rein. Oh, der Freeze war scheiße. Der sollte eigentlich auf den Dis, auf den Disbogen kommen. Nein, auf den X-Bogen kommen. Aber dennoch, äh, geht hier King, Queen, sonstiges, ja. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank für die 15.000 Follower auf YouTube. Das ist sehr, sehr nett von euch. Muss ich euch mal so ein, so, 15.000 Daumen zurückgeben oder so, keine Ahnung. Also echt mal, echt mal danke. Und wir sehen uns ja am Mittwoch schon wieder. Also am Mittwoch gibt es einen Livestream, also all, 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 allerdings only auf Twitch. Das heißt, am Mittwoch bin ich dann nicht auf YouTube, sondern wirklich nur auf Twitch online. Und am Samstag gibt es dann ein 50er CK, Live CK, am Samstag und am Sonntag äh, streame ich dann äh, beide Tage. Einen schönen 50er für euch mit euch, ja, mal gucken, für euch, mit euch, mal sehen, aber ich habe auch hier noch ein bisschen was im Plan, auch für das 15K Special. Da lasst euch mal überraschen. Und ich würde sagen bis dahin, Dankeschön, euer Toto. Flasht.